starten wir mit Harry Maguire. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zu Gruppe D, Spieltag Nummer 3 der PAX Mozart EM. Ihr seht, Trikot ist da. Macht gerne noch beim Tippspiel mit. Und ich würde sagen, gehen wir rein ins Unboxing. Ja, beziehungsweise Unboxing ist das ja gar nicht. Ist auf jeden Fall ein Orakel der PAX Mozart Sticker EM. Und die macht auf jeden Fall richtig Laune. Es wird auch danach noch coole andere Projekte auf meinem Kanal geben. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Wir starten mit dem Logo von Bosnien und Herzegowina. Ja, wo ist Kiel? Dann haben wir zwei Griechen, nämlich Tasos Bakasetas und Petros Mantalos. Dann haben wir Deutschland mit Thomas Müller, Thomas Mü. Ich denke mal, dass Müller nach der EM aufhört, zumindest bei der Nationalmannschaft. Dann haben wir Duo-Sticker von Kvaratskhelia und Barredo, aber das ist nicht der richtige Duo-Sticker. Polen bräuchte einen. Dann haben wir Alexander Mitrovic von Serbien und Sehenswürdigkeit von Österreich. Also Sehenswürdigkeit zählt ja nicht in den Orakels. Ich zähle nur Sticker, wo auch Spieler drauf sind. Aber ich denke, ich habe diesen österreichischen Prater-Sticker mindestens 10 Mal schon. Allgemein, ich muss mal schauen, wie voll ich mein Album habe. Letztes Mappen-Update war auf jeden Fall ungefähr ein bisschen mehr wie die Hälfte, so 60%. Finnland, das Logo von Finnland. Dann haben wir nochmal zwei Griechen mit Mavropanos und Giannoulis. Du-Sticker vom Maskottchen. Vielleicht war es sogar der Bär, der Albert. Dann David Jurasek, Leipzig-Stadion und Kingsley Coman 1-0 für Frankreich gegen Polen. Und damit gehen wir die Halbzeit 1-0 zwischen Frankreich und Polen. Und Holland gegen Österreich tatsächlich noch torlos. So, zweite Halbzeit. Und diese Gruppe ist auch richtig eng beisammen. Also das wird nachher richtig spannend werden noch. Wir starten mit Captain von Nicolae Stanciu von Rumänien. Ja, wir nächstes Mal im Start. Dann haben wir Unai Simon Spanien, Mario Götze. Also wer den Sticker da bei Tops... Ich denke mal, das hat irgendwie der Praktikant hat die Karte zusammengestellt. Also das muss man mir echt mal erklären, warum hier Mario Götze noch dabei ist. Dann haben wir Duo-Sticker von Shakvaradze und Davyatsvili von Georgien, die sind nicht am Start. Dann haben wir die Düsseldorfer Arena. Und Luzarel Gertruida. Niederlande geht somit 1-0 in Führung gegen Österreich. Last Pack Magic. Passiert noch was. Wir starten mit Dani Olmo von Spanien. Dann haben wir Pelkas und Korepelis. Kerkes von Ungarn. Tschechien mit Jurasek. Romelu Lukaku Belgien. Und Miha Blasic von Slowenien. Damit haben wir zweimal ein 1-0. Frankreich besiegt Polen mit 1-0. Und Niederlande besiegt Österreich mit 1-0. Hey, was ist das hier mal wieder für eine unfassbar spannende Gruppe? Oder? Tschüssi, Kowski.